Und ihr habt darauf das Feuer veranstaltet. Und damit... Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde. Aber ich bin am Ende meiner Kraft. Und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckerstutzen, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, wo es weh tut. Oh mein Gott. Der Bambi hat halt, weil sie überlebt hat, aus Angst, dass sie weiß, dass er es gemacht hat. Und wo unten? Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrich mich nicht. Wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Wo war ich gerade? Was bin ich? Damit sie nichts aussagt, will er sie wahnsinnig machen. Nichts für dich. Ja, na klar. Boah, ich möchte hier raus. Ist der Fuchs bei den Täubchen? Schlauer Teufel. Aus dem Hühnerhaus ausgezogen. Was? Boah, das Ding ist sowas von verstörend. Warteraum. Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind, lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig. Aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun. Boah. Wir haben den in den... Ach so, der hat so ein... Der schlägt seinen Kopf auch gegen die Wand. Ich kann das besser. Eck hier. Dringend. Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Was ist denn jetzt los? Bin ich scheinbar falsch. Das ist eine Parkbank. Wo laufe ich hin? Ich weiß es nicht. Hier ist noch eine Parkbank. Hier ist eine Laterne, ja. So, da hinten ist noch eine Laterne. Wir laufen einfach mal zum Licht, ja? Noch eine Laterne. Laufen wir jetzt etwa im Kreis? Warte mal. Nein, wir laufen nicht im Kreis. Wir laufen zum Licht. Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Vergiss uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Ich
Boah. Ich würde es nicht wundern, wenn die Alice sich in diesem Spiel übergeben müsste. Das sieht aus wie unser Elternhaus. Okay. Okay. Das war zu... Ich glaube, das war zu langsam. Und ich bin tot. Juhu. So. Also, ihr Verstand wird wiedergespiegelt. Von dem... Oh. Jetzt muss ich gucken, wann ich da wieder drauf kann. So. Und jetzt lauf. Also... Ah, geschafft. Jetzt mal gucken, was hier drin ist. Wieso sammle ich die eigentlich noch auf? Ich brauche die eigentlich gar nicht mehr. Hm. Boah, es ist so psychedelisch. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, ich gehe wieder zurück. Ich möchte jetzt hier auch nicht verkacken. Ich möchte das Ende wissen. Ich weiß ja, dass es Bambi war, aber... Oder ich glaube, dass es Bambi war, aber ich möchte das richtige Ende wissen. Wie es ausgeht, wie es steht um Alice. Was geliebte Spielzeuge den Kindern, sind Kinder oft den Erwachsenen. Objekte der Eitelkeit und Projektion, die man irgendwann wegwirft. Rette uns. Ah, ich musste da doch hin. Genial. Du machst mich krank, Alice. Ups, das war zu gerade, das wäre mein Controller, der die Geräusche gemacht hat. Laufen wir... Klar, einfach mal weiter. Oh, da ist ein Mund. Thank you.
Was sagst du mir denn? Suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht. Nein. Ja, Wow, nein, 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 nicht töten. Aua, hallo. Du bist schon mal weg. Aua. Nein. Nein, ich möchte nicht dich haben, sondern dich. Nein, du warst gerade eben schon da. Okay. Verdammt, wieso müssen... Labien sind mehr als nur verrückt. Sie haben auch andere Seiten. Der Puppenmacher wird sie dessen berauben, was von ihren kranken Seelen noch übrig ist. Sie brauchen Hilfe. Ich weiß um den Schmerz. Ich würde helfen. Aber muss man dafür geistig gesund sein? Ein gewisses Maß schon. Du bist nicht verrückt genug, um abgelehnt zu werden. Du bist wie sie, irgendwie. Aber du bist nicht sie. Ich sollte nicht uns sagen, weil ich sie bin. Aber du gehst deinen Weg. Der Weg ist vorgezeichnet. Ich glaube, ich kenne diesen Weg. Und mir wäre wirklich lieber, ihn nicht weiterzugehen. Hierher, ihr Schwachköpfe! Rein mit euch! Ja, natürlich! Aua! Wechseln. Weg hier. Wieso müssen es immer Verrückte sein, gegen die ich kämpfen muss? Wieso könnten keine ganz normalen Menschen sein? Das wäre auch nicht viel besser. Aber... Forschweg. Oh, Manometer. Wieso muss der Eingang zwischen den Beinen einer Puppe sein? Wer mit dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Das weiß jeder. Dieses Sprichwort kannte ich nicht. Hmm.
Ich weiß, dass ich mich wiederhole, wenn ich sage, das Spiel ist krank, aber... Ich hörte, Selbstständigkeit sei eine Tugend. Jetzt hast du es auch gehört. Dankeschön für den Sinn, für diese sinnfreie Antwort. Schade, vielleicht lässt das aus. Ach, das, der hat sich schon weggeschossen. Ja. Ist normal, ne?